Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute habe ich mir was Geiles gegönnt, ein OBD2 oder ein EOBD-Diagnosegerät fürs Auto, Kfz, nicht für LKW, 12 Volt. Diagnosescanner von UTEN oder UTEN, universales Autofehlercode, Auslesegerät mit 2,8 Zoll Farbdisplay. Es ist ein Scannerwerkzeug, UT850 heißt es, für fast alle Fahrzeuge ab Baujahr 1996. Der OBD2-Port ist ja standardisiert, das heißt also mit dem Teil hier sollten wir so gut wie alle möglichen Fahrzeuge, die halt mit OBD2-Port ausgestattet sind, scannen können. Okay. Erstmal die Verpackung. Sieht voll edel aus. Ist auch voll groß, weil wir gehen ja jetzt ein bisschen höher. Ich habe mir bis jetzt immer so sehr günstige Scanner gegönnt. Jetzt habe ich ein bisschen teureren mal investiert. Und badam, ich sehe, die Verpackung ist hochwertig. Echt cool. Und wir haben hier, steht sogar drauf, dass das sogar für OBD1 sein soll. Ja gut, ich habe jetzt kein OBD1-Fahrzeug mehr, deshalb kann ich das leider nicht testen. Also bleiben wir bei unseren etwas moderneren Fahrzeugen. Hier ist sogar so ein Tragegriff dran, also echt cool. Cooles Gimmick, sehr intelligent verpackt. Bis jetzt von außen sieht es super geil aus. Und jetzt gucken wir mal, wie es auch von innen aussieht. So, also erstmal Clip nach oben, dann hinten aufziehen. Und jetzt friemeln wir uns mal unseren Weg frei. Das müssen wir noch hochklappen. Und da sehen wir, boah, geil, mit Tasche. Schwarz-rot gehalten. Eine Tasche ist dabei. Das ist auch neu für mich. Echt geile Sache. Ist auch wieder so ein Ding. Wir stoßen in ein etwas höheres Premium-Segment rein. Oder in ein überhaupt erstmal Premium-Segment. Und schauen uns an, wie das Teil hier aussieht. Super verpackt, wie ihr seht. Es ist auch wirklich schön groß. Es gibt ganz viele kleine Scanner auf dem Markt. Die sind zwar handlich super. Und ich habe ja damit auch bis jetzt gut arbeiten können. Nur das hier sieht schon ein bisschen profimäßiger aus, oder? So, wir haben hier ein Kabel dabei. Warum ist denn das schon geöffnet? Also ich habe es noch nicht geöffnet gehabt. Da haben wir einen Klettverschluss als Verpackung, sehr schön. Dann haben wir hier, das ist das OBD2-Schnittstellenkabel. Das kommt in euren OBD2-Steckplatz rein. Klick, hier, da kommt es rein. Fühlt sich an wie gutes Gummi. Wirklich, wirklich, wirklich. Was haben wir hier? Hier haben wir eine richtige Festmachung. Das ist ja wie früher bei den Computern. Da konnte man die ja auch eindrehen. Und festdrehen, richtig. Okay, ich weiß jetzt nicht, warum da unten eine Mutti ist, aber das schauen wir uns noch an. Ach so, gut, das kommt da rein. Alles klar. Also, das ist das Gerät selber. Liegt massiv in der Hand. Hat hier auch drumherum so einen Aufprallschutz, wie ich sehe. Hier oben sollte noch so eine, ja genau, hier ist eine Schutzfolie. Oh yeah, da ist es. Okay, so sieht das Gerät schon mal aus. Ist wirklich sehr groß. Hier ist meine Hand. Also es ist zwei Hände groß. Schön großes Display. Das Display ist 2,8 Zoll groß. Und die Tasten sind gut begehbar. Das heißt also, wenn ihr mal Handschuhe anhabt, könnt ihr super damit steuern. Also das sieht schon mal gut aus. Die Tasten sind auch, haben einen guten Druckpunkt bis jetzt. Und jetzt, was haben wir noch hier dran? An der Seite, hier ist nämlich noch ein kleines Kabel, haben wir ein Micro-USB-Kabelchen dabei. Das kommt hier rein. So, kommt das da rein. Und das könnt ihr jetzt mit eurem Laptop zum Beispiel oder anderen USB-fähigen Geräten verbinden und dann ein Software-Update machen. Oder ihr könnt die Daten, die ihr erhoben habt, auch auf den Computer übertragen. Gut, wo kommt denn jetzt erstmal hier unser Kabelchen rein? Also hier oben kommt unser fettes Kabel rein. Das heißt, wir stecken erstmal rein. Jetzt haben wir Kontakt. So, und jetzt drehen wir auch noch zum extra Schutz die mit angebrachten Drehgenehmigungen. Hier hätte ich fast gesagt, Schrauben rein. Ja, yeah. So, jetzt haben wir sozusagen, wie früher am Computer, erinnert ihr euch noch,
hat man jetzt eine richtig feste Verbindung, einmal hier, einmal da und die Steckverbindung. Wie cool ist das denn? Das ist echt gut. Und jetzt, was haben wir noch dabei? Also das ist jetzt der Scanner selber, das ist das Kabel. Das Kabel ist auch mal ein bisschen länger, Leute. Die Devices, die ich bis jetzt hatte, die hatten immer so ein, weiß nicht, ein Viertelmeter Kabel. Aber hier, boah, ich glaube, das ist ein Meter Kabel, sehr gut. Das heißt, ihr könnt unten schön einstecken und euch bequem hinsetzen oder sogar aus dem Fahrzeug rauslegen. Auch ein Pluspunkt. Was haben wir denn hier? Farbige Beschreibung. Auf Englisch. Using the scanner. Ja, die Beschreibung ist auf Englisch gehalten, aber meine Güte, ist ja nicht schlimm. Ihr könnt ja auch gerne meinen Kanal benutzen, denn wir werden jetzt gleich das Teil natürlich auch nochmal testen. Und ich werde, wenn es mir zusagt, natürlich an meinen Fahrzeugen in der Zukunft dieses Teil auch benutzen. Es ist ein All-in-One-OBD-2-Diagnosegerät. Man kann lesen und löschen von den emissionsrelevanten Fehlercodes. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel eine Signallampe angeht, eine Warnleuchte angeht, dann könnt ihr hiermit ermitteln, was hat denn euer Computer im Auto? Was ist denn los mit eurem Auto? Das ist immer der erste Diagnoseschritt auf dem Weg zu einer Lösung. Und ihr könnt hier mit dem Teil, schreibt der Hersteller wirklich so gut wie alle Fahrzeuge messen, aber das stimmt ja, das ist ja logisch. OBD-2-Schnittstellen sind standardisiert, das heißt, man sollte hier mindestens auf die Oberfläche eurer Fahrzeuge kommen. Das heißt zum Beispiel Motorcodes auslösen. Also jetzt, ihr habt als Beispiel einen Zylinder, ne? Der zündet nicht mehr richtig, dann wird das natürlich ins Protokoll gesetzt und dann könnt ihr hier rauslesen, welcher Zylinder betroffen ist zum Beispiel. Das hatte ich auch schon mal oder ein Wartungsintervall. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das damit löschen könnt direkt, aber ihr könnt es schon mal anzeigen, was los ist. Oder halt, ihr habt keine Kommunikation mit dem Steuergerät zum Beispiel. Ihr habt eventuell was falsch angeklemmt oder das Steuergerät ist defekt. Das Teil hier oder ein OBD2-Scanner, explizit jetzt dieser hier, kann euch das anzeigen, indem ihr das in die OBD2-Schnittstelle eures Fahrzeugs rein schiebt. Dadurch wird die Stromversorgung hier über das Gerät gewährleistet und dann könnt ihr euch hier durch switchen und halt das anlesen lassen oder auslesen lassen und die Fehlercodes auch löschen. Wenn zum Beispiel, das empfehle ich jedem immer, wenn ihr euch ein gebrauchtes neues Fahrzeug für euch holt, nehmt so einen Scanner mit, schiebt ihn rein, checkt das Auto kurz mal durch, ob irgendwelche Fehlercodes anliegen. Da habt ihr schon mal so ein Overview über den Status eures eventuell baldigen Fahrzeugs. Das Teil funktioniert an allen Fahrzeugen mit Standardbatterie, also keine fette LKW-Batterie. Das heißt also SUVs, die Light-Duty-Trucks zum Beispiel, wie Minivans, PKW natürlich, aber keine LKW, daran müsst ihr denken. BMW, Vauxhall, Bentley, Skoda, Alfa, Audi, Isuzu, Kia, Nissan, alles mögliche. BMW, Citroën, Volvo, Fiat, Chrysler, sollte alles dabei sein, Ford etc. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun!